Liebe Freunde, liebe Opfer der Heimatziehung, ich muss euch sagen, es ist viel ärger, als ihr glaubt. Wir bekämpfen seit vielen Jahren das organisierte Kinderschänder-Netzwerk in Österreich. Es ist leider so, dass sehr viele Politiker, unsere ganze politische Elite, wurde ausgebildet, meistens in kirchlichen Elite-Schulen, und in vielen dieser Schulen wurden sie sexuell schwer missbraucht. Ja? Und viele dieser ehemaligen Opfer sind jetzt Täter und sitzen in höchsten Positionen. Das ist der Grund der Verduschung. In vielen Familien ist sexueller Missbrauch das bestgehütete Geheimnis. Seit ewigen Zeiten wird der sexuelle Missbrauch weitergegeben und nicht aufgelöst. Die Politik schützt Kinderschänder, die Justiz schützt Kinderschänder, die Polizei schützt Kinderschänder, die Jugendämter schützen Kinderschänder und die Schulbehörden schützen Kinderschänder auf höchsten Auftrag. Österreich ist leider unrühmlich bekannt geworden durch sehr prominente Fälle. Fritzl zum Beispiel. Fritzl wird dargestellt als Einzeltäter. Fritzl ist kein Einzeltäter. Fritzl hat viele Mitwisser und viele Mittäter. Fritzl war eine leitende Figur im Kinderschändernetzwerk in Oberösterreich. Fritzl hat nach unseren Informationen, und das weiß die Polizei auch und das wissen die Behörden, ein Kinderportell am Attersee betrieben. Die ganze Weltöffentlichkeit wurde belogen, die Medien wurden belogen, wobei ich sagen muss, die meisten Medien haben sich gar nicht über Hintergründe interessiert. Wir haben die Demonstration beim Fritzl-Prozess in St. Pölten organisiert. Die Medien waren interessiert am Menüplan von Fritzl, aber nicht an den Hintergründen. Einer der Orden, der hauptverantwortlich ist für sexuellen Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche, sind die Christian Brothers, auf Deutsch Schulbrüder. In Österreich sitzt der Ordensprovinzial der Schulbrüder für Zentraleuropa, auch zuständig für ihr Land, für tausende Missbrauchsfällen. Er ist einer der Haupttäter, die von unseren Behörden geschützt werden seit 17 Jahren. Seit 17 Jahren ist bekannt, dass er ein Kinderschänder ist. Er hat eines seiner Opfer derart gefickt, dass sein Darm kaputt ist und er jetzt eine Rente bezieht. Es kam aber niemals zu einem Prozess, weil alles abgewürgt wurde von unseren Behörden, bis zu unserem Bundespräsidenten. Ja? Die Kinderschänder sitzen in der Justiz. Richter, Gerichtspräsidenten, Staatsanwälte ficken Kinder. Das Jugendamt fördert die Kinderschänder. Kinderschänder in den Familien dürfen die Kinder weiter behalten. Sie werden nicht zur Verantwortung gezogen. Andererseits nimmt das Jugendamt den Eltern ihre Kinder ab, besonders alleinerziehenden Müttern, und führt die Kinder direkt der pädophilen Szene zu. Das ist leider eine Wahrheit und das ist nicht nur in Österreich, das ist auf der ganzen Welt so. Hier heute in Berlin werden Kinder sexuell missbraucht. In Wien, also in Österreich, wurde der kleine Luca, ein Baby, zu Tode gefickt. Er wurde zu Tode gefickt. Der Vater hat jahrelang Druck gemacht auf alle Behörden, um das zu verhindern. Das Kind wurde zu Tode gefickt. Es wurde alles unterdrückt. Die Medien machen mit. Wir haben keine freien Medien in Österreich. Die Medien unterliegen einer Selbstzensur. Es werden aktuelle Kinderschänderfälle vertuscht. Nur alte Geschichten werden aufgerollt, aktuelle Fälle werden vertuscht. Wir sind froh, dass es jetzt einen massiven medialen Druck aus Deutschland gibt. Wenn es diesen Druck nicht gegeben hätte, dann hätten wir überhaupt keine Chance. Wir vertrauen unserer Politik nicht und wir vertrauen vor allem unserer Justiz nicht. Wir hatten schon Justizminister, die selber prominente Kinderschänder sind und seitdem ist unsere Justiz verseucht. Ja? Die Kinderschänder sitzen in den höchsten Ämtern. Was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Sie ficken das Christkind, unsere Bischöfe, unsere Kardinäle, unsere Priester. Sie ficken seit Jahrtausenden das Christkind. Wir müssen endlich die Verantwortlichen vor Gericht stellen und zur Verantwortung ziehen. Wir haben all die österreichischen Bischöfe angezeigt, wegen organisierter krimineller Vereinigung. Unsere Justiz soll die kirchlichen Kinderschänder und auch die privaten und staatlichen Kinderschänder nach dem Terrorparagraf
verfolgen, denn das ist Terror gegen das Volk. Das ist Staatsterror. Nicht die Tierschützer sollen verfolgt werden, die Kinderschänder. Wir wollen die Kinderschänder vor Gericht. Entlarvt die Kinderschänder. In diesem Sinne, Halleluja, Halleluja.